Guten Morgen. Morgen. Ja, Ostermontag. Wetter immer noch Bombe. Gerade aufgestanden, wir werden uns jetzt Frühstück machen. Genau, aber erstmal räumen wir alles um. Ja. Das ist das, was man im Bulli ja machen muss, weil man hat ja die Fläche, die man so im Tagesbetrieb eigentlich nicht so braucht, da hinten. Und halt im Nachtbetrieb aber, weil da will man schlafen. Genau. Und irgendwo muss das ganze Zeug hin. Genau, das liegt dann da vorne. Also es ist immer ein Hin- und Her-Rüdel, aber wir machen das seit 5 Jahren und uns stört das schon gar nicht mehr. Das geht, kann man sich mit anfreunden. So, wir machen jetzt Frühstück. Das werden wir auch nicht filmen, weil das habt ihr schon mal gesehen, wie wir frühstücken. Richtig. Müssen ja nicht immer dasselbe zeigen. Genau. Gefrühstückt haben wir, fertig gemacht haben wir uns. Und jetzt muss Stefan noch ein bisschen was tätigen für uns, denn wir brauchen eine Aufnahme unseres Bullis von oben. Für was wir das genau brauchen, das werdet ihr dann mal im Laufe der nächsten Videos sehen. Ja, heute ist dieser Platz, wo wir stehen, relativ leer, beziehungsweise wenn ich mich einfach mal hier schön drehe, da steht dann ein einziges Auto da hinten. Das sind ein, ich sag mal, Vater und Sohn, also älter und jüngere, und die sind zum Angeln. Ja, ist nicht so unser Fall, ist uns zu langweilig angeln, aber gibt's genug, die es machen, viel Spaß dabei. Ja. Und wir werden dann uns fertig machen, also sprich das Auto fertig machen. Und dann geht es für uns wahrscheinlich zur Röntgerhalle. Da gibt es ja auch noch ein bisschen schönen Wasserfall und auch hin zur Oker, was das Flüsschen noch ein bisschen beobachten. Vielleicht kriegen wir auch schöne Actioncam-Aufnahmen hin. Das schauen wir mal. Und dann sehen wir mal, was der Ostermontag noch so bringt. Wir stehen im Wald. Ja. Und links von uns ist die Straße. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier an der Oker. Hier gibt es sehr viele, die hier paddeln gehen. Und sind auf dem Weg zur Verlobungsinsel. Ich gucke gerade das Wasser an. Also da könnte man aber glaube ich nicht paddeln. Das ist sehr. Ja, das ist dann, wenn natürlich mehr Wasser abgelassen wird. Ja. Und das tun sie gerade. Ja, da oben ist die Bundesstraße 498, also sie ist gleich in der Nähe. Aber trotzdem ist es schön, weil wenn man mal sich jetzt hier so dreht und mal nach oben sein und da nochmal dreht. Gut, das Haus ist jetzt nicht gerade das Schönste. Naja, aber wir haben uns hingestellt, damit es ein bisschen abschirmt. Das ist schon lange verlassen, glaube ich. Ja, ist eigentlich traurig, aber also. Das ist halt die Region Harz, da könnten wir jetzt stundenlang drüber diskutieren. Obwohl wir einer Meinung sind, aber wir könnten euch Punkte nennen, warum der Harz so versagt, sagen wir es mal so. Genau. Mehr wollen wir dazu erstmal nicht sagen. Aber trotzdem schön ist es hier. Wo sitzen wir hier? Im Verlobungs-, im Königsthron. Genau. Verlobungsthron, weiß ich nicht genau. Also hier sitzen wohl immer die jungen Damen oder jungen Herren. Und da muss wohl diejenige, welche dann auf die Knie gehen, gehe ich mal davon aus, weil sonst macht es keinen Sinn. Ja. Ja. Wir haben einen anderen Platz, war zwar auch steinig und sonnig, aber A war es kurz vor Mitternacht und B war es Norwegen. Und zwar ist es besser. Das Nordkap. Ich kann das hier natürlich nicht toppen, ist klar. Auf keinen, aber ist auch schön hier. Genau, kann man nicht meckern. Ich stehe mal kurz auf und drehe mich mal hier ein bisschen. Also. Und dann sehe ich, dass die Sonnenbrille total schief war. Ja.
ist doch schon ein schönes Plätzchen hier. So, jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen eine schöne Wasseraufnahme mit unserer Action Cam hinbekommen. Ja, ich werde das jetzt gleich versuchen. Denn so sieht es aus. Von der anderen Seite gemacht. Und jetzt frage ich mich, wieso willst du das abmachen? Weil zeige ich dir gleich. Er zeigt es mir gleich. Dann bin ich mal gespannt. So, guckt euch. Warte. So sieht Stefan im trockenen Zustand ja, aus. Ja, danke. Sollte sich das gleich ändern, wollten wir wenigstens. Das wird sich nicht die ändern. Aufnahme wenigstens so haben. Nein, das wird sich nicht ändern. Ich passe da jetzt. Ja, los, auf. Ab ins Wasser. Ja, ja. Am besten nimmst du die Sonnenbrille ab, damit du besser sehen kannst. Ist bestimmt auch kalt. Das, da geht man raus. Ist es, definitiv. Da frieren dir die Finger ab. Wie kalt war es? Sehr, sehr kalt. Also lange kann man die Hand da nicht reinhalten. Die wird sofort kalt und schmerzt auch sofort sehr. Aber ich glaube, ein paar Aufnahmen habe ich hingekriegt. Ausziehen und so weiter. Es ist mir immer zu kalt. Ich kann es aber verstehen. Ich habe meine Hand nicht im Wasser gehabt und ich kann mir vorstellen, wie kalt es da drin ist. Wir haben wieder einen Platzwechsel vorgenommen und wenn man genauer sieht, sieht man hinter uns nämlich auch den Harz. Wir sind jetzt ins Harzer Vorland schon gefahren, also eigentlich auf dem Weg nach Hause. Ja.
haben aber jetzt hier noch einen schönen Spot entdeckt, und zwar eigentlich mittendrin. Und das machen wir mal, indem wir mal kurz ein bisschen nach links gehen. Und zwar schön tolles Rapsfeld. Ja. Der Raps ist schön am Blüten. Am Blühen, nicht am Blüten. Und ja, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir eine schöne Aufnahme kriegen. Weil da hinten sind zig Uckerteiche. Ja, Kiesteiche. Kiesteiche. Mhm. Naja, oder Kiesteiche, auf jeden Fall irgendwas Wasser. Hat nichts mit der Oka zu tun. Weil die Okerstraße, das ist hier die Okerstraße. Ja, deshalb. Aber das, ist die Kies, das sind Kiesteiche. Genau, und dann gucken wir. Angeln ist da jetzt gerade irgendwie, ja. Ja, wir schauen mal, ob wir da was Schönes finden. Und dann lassen wir mal das Flugzeug starten. Machen wir. Jetzt sind wir in Braunschweig angekommen, und zwar haben wir uns hier auf einen Parkplatz hingestellt von einem Geschäft, was es so wahrscheinlich bald nicht mehr geben wird. Ihr werdet es nicht erkennen, weil bei uns heißt es hier Markthalle, ist aber eigentlich ein Real. Und da werden wir auch das Fleisch, was wir in Goslar gekauft haben, bei Real, werden wir hier entsprechend verzehren, damit uns keiner behaupten kann, dass wir das Zeug, was wir bei Real kaufen, nicht bei Real auch essen wollen. Genau. Ich möchte gleich hier, oder es wird hier eingeblendet, das ist keine Werbeveranstaltung für Real. Falls das jetzt einer irgendwie dachte, weil dieses Wort andauernd gefallen ist. Ja, wir... Bringt ja eh nichts mehr, ne? Genau, bringt jetzt eh nichts mehr. Und beziehungsweise nachher sind wir noch schuld, dass der Laden pleite gegangen ist, weil wir Geld... Nee. Ja. Für mich hobbymäßiger Bahner ist natürlich auch ein Highlight, weil der Hauptbahnhof ist in der Nähe. Ich sehe hier einen Zug nach dem anderen. Und wie gesagt, wir haben es uns hier schon ein bisschen gemütlich gemacht. Der Grill ist irgendwo auch am brutzeln. Da ist er. Mit der Sonnenbrille ist es immer so schlecht, das zu machen. Ja, dann werden wir jetzt uns was lecker zum Mittag machen. Und dann melden wir uns nochmal, sobald das Essen fertig ist. Das ist sozusagen unser Ende unserer Osterharzreise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Ja, wir werden jetzt sozusagen noch hier in Ruhe essen, grillen und aufräumen, waschen, abwaschen. Und dann geht es ab nach Hause, noch zwischendurch noch ein kleines Eis essen. Aber das habt ihr ja schon gesehen. Von daher, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Like da. Abonniert uns, empfehlt uns weiter, beziehungsweise teilt uns, und ja, dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, bei einer neuen Folge von Kreuzfahrtbulli. Tschüss!